als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Weinbauern, war der Begriff Kellertechnik eigentlich auch sehr, sehr positiv besetzter. Und wir haben eigentlich in ganz Österreich Kellerbauten gesehen, die so als State of the Art bezeichnet waren. Und in der Phase bin ich nach Hause gekommen, nach der Ausbildung. Und natürlich als erstes versuchst du einmal an deine Eltern, ich sag mal, anzureiben und alles in Frage zu stellen, was die so machen. Zu deren Glück und zu meinem Glück gab es natürlich noch unsere Großeltern, oder meine Großeltern, die auf die Fragen, die ich hatte, immer wieder gute Antworten hatten. Und ganz besonders mein Großvater, der auf das Thema, wie ist das früher passiert, bevor noch diese ganzen technischen Maßnahmen und die technischen Möglichkeiten da waren, wie es Wein gemacht war. Und er ist immer auf den Punkt gekommen, immer auf den Punkt Faktor Zeit. Es gibt dann so einen Moment, den ich aus jetziger Sicht eigentlich als sehr prägend bezeichnen würde. Das war ein Gespräch zwischen meinem Papa und mir, gleich da dahinter im Fasskeller. Und wir haben über das Thema der längeren Ausbauphasen und Ausbauzeiten gesprochen. Und mein Vater hat mir dann als Ergebnis ein Fass zur Verfügung gestellt. Und nicht gleich ich in der Fass, sondern er hat mir einer der besten Fässer im Keller gegeben und hat gesagt, da probier, was du vorhast und wäre klar, welchen Weg du gehen möchtest. Und hat mir wirklich einen unserer Top-Weine dafür gegeben. Nach ein paar Jahren haben wir mal diesen Ried-Nussberg-Fassreserve, haben wir ihn genannt, haben wir den das erste Mal verkostet in der Familie und auch mit unseren Kunden verkostet und waren eigentlich vom Stand weg begeistert. Von der Qualität, von der Frische, von der Typizität des Weins nach einer so langen Ausbauphase und auch Reifephase. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass Großweine immer schon als so Langstreckenläufer gegolten haben und manchmal, in manchen Fällen sogar als Spätstarter. Ja. Stimmt. Ja. Also es ist oft so, dass man dann sagen müssen, ja, er zeigt schon, wo die Reise hingeht, aber der Wein hat nie von Anfang an oder sehr oft nicht von Anfang an sein volles Spektrum zeigen können. Und das geben wir jetzt unseren Weinen. Wir haben uns dazu entschieden, den 2019er Jahrgang komplett im Keller zu lassen, ihm die Zeit zu geben, die er braucht, also die Riedenweine, und die werden erst 2024 dann in den Verkauf kommen. Das war schon eine Herzgeschichte irgendwie, weil wir immer gespürt haben, unsere Weine brauchen irgendwas anderes. Und es war unterm Strich, ist es die Zeit, dass sie sich so entwickeln können, wie sie es brauchen, und somit dann eigentlich noch authentischer rüberkommen, als es eigentlich ist und sind. Wo führt uns das hin? Also was macht es mit den Weinen? Unserer Einschätzung nach werden die Weine dadurch runder, weicher, harmonischer. Und diese Harmonie ist eigentlich etwas, was wir sehr stark suchen, auch in unseren Weinen. Und im Endeffekt glaube ich, dass trotzdem das Herausragendste daran ist, sie werden authentischer, sie werden eigenständiger, die Weine. Sie ruhen einfach in sich. Man merkt einfach, es tut ihnen gut. Es ist, wenn du jetzt den 2015er kostest, es ist so eine Harmonie und Eingebundenheit da, dass, und Ruhe, dass das, und es hat trotzdem so eine Lebendigkeit in sich, dass das einfach uns recht gibt in dem, dass wir sagen, ja, das war das Richtige für uns. Das ist jetzt einmal eine Übergangsphase natürlich, also wir müssen unsere Kunden natürlich darum bitten, Geduld zu haben, bis die 2019er dann zum Kaufen möglich sind. Es gibt viele
Sammler, die unsere, besonders den Nussberg, dann jedes Jahr sammeln. Und die müssen wir jetzt bitten, vorlieb zu nehmen mit unseren Fassreserven, die wir jetzt die nächsten Jahre anbieten können. Und hoffentlich haben die Geduld, auf 2024 zu warten, bis dann der 2019 erscheint.